Ja, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Spotting Day. Wie ihr es gesehen habt, sind wir in Osnabrück und ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. Thank you.
ja, ich würde sagen, das war es erstmal von mir. Im Moment tut sich hier nicht viel. Das gibt mir die Gelegenheit, mal vielleicht was essen zu gehen und mir ein Aufladekabel zu besorgen. Und ja, eventuell hören wir uns nachher nochmal. Ansonsten war es das erstmal und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wer nicht, macht wie immer gar nichts. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Freitag und ja, wir hören uns. Passt auf euch auf, bleibt mir treu, macht's gut. Ciao, servus und tschüss, euer Danny. Spätes. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Spotting Day, der Danny spielt. Dass wir befinden uns im Bremer Hauptbahnhof. Und da ist mein IC 2310, mit dem ich hergekommen bin. Und ich präsentiere euch nun die neue Folge hier in Bremer Hauptbahnhof. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen dieses Videos und ja, habt viel Spaß damit. Und dieser IC 23 wird sich jetzt auf den Weg machen zum nächsten Halt Hamburg, bevor er dann später zu seiner Endstation Westerland-Sylt fährt, mit ungefähr 27 Minuten Verspätung. Grund dafür war eine Reparatur am Zug, die sich dann seit Essen bis hierher abgesetzt hat. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. So, IC 2310 hat Ausfahrt. Und gleichzeitig hat auch der ICE Ausfahrt. Direkt gegenüber. Einfahrt, Metronom, Steuerwagen voraus.
Einfahrt Regionalbahn als Metronom. Auf Gleis 10. Wechselt nun die Fahrtrichtung und fährt als Regionalbahn zurück. Steuerwagen voraus. Ihre nächsten Anschlüsse ICE 6. Einfahrt Regionalexpress, ursprünglich 12.56 Uhr, mit einer leichten Verspätung.
Tja, den IC habe ich leider nicht mehr ganz drauf gekriegt bei der Abfahrt. Langer Bahnsteig, aber ich hoffe, es geht auch so. So, da ist der nächste IC angekommen, auch IC 4. Ja, könnt ihr erkennen, welche Baureihen das sind? Ich versuch's mal näher. Ja, ihr müsst raten. Schreibt's gerne in die Kommentare. Und dort steht ein Metronom. Warum auch immer. Angezeigt ist nichts. Sie läuft, beziehungsweise die Lok läuft, die 146. Ist auch oft gebügelt, aber ich weiß nicht, warum sie dort steht. Und ja, ihr seht hier noch ein paar Dostos abgestellt, ohne Ende. So, in einer guten halben Stunde geht mein Zug und ich finde den Bahnhof hier wunderschön, muss ich wirklich sagen, er gefällt mir, war eine Reise wert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ihr seht auch hier ist das Wetter wunderschön, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, was will das Spotterherz mehr? Wenn jetzt hier nichts mehr Großartiges passiert, war es das von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dedini spielt das. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Spotter Day, der Dennis spielt das. Wir sind in Hamburg. Und mit diesem Zug bin ich gekommen, ICE 4, von Köln nonstop nach Hamburg-Altona, über Hamburg Hauptbahnhof, über Hamburg Dammtor. Und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Folge 5 Spotter Day in Hamburg. ICE 1038 hat Ausfahrt weiter in Richtung Hamburg-Dammtor und als Endstation Hamburg-Altona. Einfahrt Metronom auf dem Weg nach Cuxhaven als RE 5.
Hinten dran natürlich eine 246 006-1, die dieselelektrische Lokomotive, die den Regional Express 5 gleich weiterschieben wird. Und ich finde, eine sehr schöne Lok. IC nach Westerland Sylt, Steuerwagen voraus. Zu dem RE5 korrigiere ich mich, so wie es aussieht, da der Lokführer gerade einen Fahrzeugwechsel gemacht hat, wird er wohl wird er wahrscheinlich rausgezogen. Lass uns einfach überraschen. Er ist auch im Moment abgebügelt. Er wird einen Fahrtrichtungswechsel vollziehen und habe ich gerade geguckt. Natürlich hat diese Diesellokomotive keine Stromabnehmer. Es ist zwar eine E-Diesellok, aber sie hat keine Stromabnehmer. Und ich denke mal, dass es jetzt gleich losgehen wird. Und der IC nach Westerland hat Ausfahrt. Der E5 nach Cuxhaven macht sich auf den Weg.
Einfahrt IC 1. Fahrt. Hamburg, immer eine Reise wert. Und das nicht nur wegen dem großen Bahnhof. Ich sag nur Elbphilharmonie, Fischmarkt, Elbtunnel, der Michel, um nur einige Sehenswürdigkeiten zu nennen von Hamburg. Eine wunderschöne Stadt. Kann man nicht anders sagen. ICE und ein weiterer ICE hat Einfahrt.
Ein seltenes Bild, der ICE3 hat Einfahrt im Hamburger Hauptbahnhof. ICE3 hat Ausfahrt nach Karlsruhe. Und bitte genießt es. Der schnellste Klimaschützer Deutschlands. C1 mit Baureihe 101 in Front hat Einfahrt. Ah, ist gar kein IC. Noch schöner. ÖBB Nightjet. Wunderbar. Mit SBB-Waggons. Nee, gar nicht. ÖBB. Sorry. Der Metronom als Regionalbahn nach Bremen Hauptbahnhof. Vollständigkeitshalber Regionalbahn 41. Und diesmal wieder eine Original 146 als Schublock. 535-0. So, auch hier findet ein Fahrtrichtungswechsel statt. Zu diesem Zweck wurden bereits die Stromabnehmer getauscht. Und zwar der vordere Stromabnehmer gesenkt und der hintere Stromabnehmer gehoben. Und somit wird sich gleich die Regionalbahn 41
Baureihe 146 voraus in Bewegung setzen. Auf der Fahrt nach Bremen Hauptbahnhof. IC 72 nach Koblenz Hauptbahnhof über Düsseldorf bzw. über Köln, Düsseldorf, Essen Hauptbahnhof hat Ausfahrt. Abfahrt 7:51, Gleis 8. Ich wiederhole, IC 705 nach Erfurt überlegen. Abfahrt Spur 705, heute 45 Minuten später Gleis 11. Nächste Reisemöglichkeit in Richtung Berlin ist. So, und Regionalbahn 41 hat Ausfahrt. Auf dem Weg nach Bremen Hauptbahnhof. Es scheint tatsächlich noch die Sonne in Hamburg. Es war eigentlich Regen angemeldet, aber wie ihr seht, bester Sonnenschein, ein wenig bewölkt, aber doch traumhaftes Wetter zum Spotten. Wunderschön. So, Signal hat auf grün geschaltet, das heißt IC 72 dürfte gleich Ausfahrt haben. Auf dem Weg nach Koblenz Hauptbahnhof. Und IC 72 nach Koblenz Hauptbahnhof, über Köln Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, macht sich auf den Weg. Und schaut mal, was ich da noch für einen Schmankerl gefunden habe. Seht ihr die? Wunderschön.
und der ICE nach Erfurt über Berlin, der ursprünglich um 10.05 Uhr Abfahrt hatte, macht sich jetzt auf dem Weg, ca. 50 Minuten später als geplant. So, und an dem Metronom ist Fahrtrichtungswechsel angesagt, und zwar als RE3 nach Hannover Hauptbahnhof via Uelzen. So, und der EE5, der jetzt einfährt, fährt gleich weiter als RE5 nach Cuxhaven. So, und mit diesem Bild verabschiede ich mich erstmal fürs Erste von euch. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen holen, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schöne Restwoche, habt eine schöne Zeit. Dies war's mit Spotting Day Folge 5. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Spotting Day, Folge 6, heute in Düsseldorf Hauptbahnhof. Dies ist der RE19 von Bocholt nach Düsseldorf Hauptbahnhof, der jetzt hier wendet und dann wieder zurück nach Bocholt Hauptbahnhof fährt. Nebendran der RE4 nach Dortmund Hauptbahnhof, über Ennepetal, Hagen Hauptbahnhof, Wetter und Witten Hauptbahnhof. Und RE4 hat Ausfahrt. Einfahrt ICE 3.
Einfahrt RE6 nach Minden. Na, was kommt denn da Schönes reingefahren? Sehr, sehr schön. Was versteckt sich da hinten? Könnt ihr es erkennen? Ich kann es leider noch nicht erkennen. Das wird jetzt auch immer deutlicher. Warten wir es einfach mal ab. ICE3 hat Ausfahrt. Und der Niers Express hat Einfahrt. Mit 3 Triebwagen. Und die Eurobahn hat nach Venlo hat Ausfahrt. Und das Geheimnis um die Lok von vorhin, die wir noch nicht genau erkennen konnten, lüftet sich. Eine 218 in einem wunderschönen Blau bahnt sich ihren Weg in den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Wunderschön. Da hinten die ultimative Kurve, kurz vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof, wenn man von Köln kommt. Und jetzt genau um die Kurve rum, dann geht es weiter nach Leverkusen und schließlich Köln Hauptbahnhof. Der Zug nach Köln-Nippes hat Ausfahrt. Und an Gleis 8 hat angehalten, Regionalexpress 2 nach Osnabrück Hauptbahnhof, der hier wenden wird und davon der Steuerwagen. RE10 nach Kleve macht sich auf den Weg. Sorry, da war ich ein bisschen spät dran.
Gleis 7 hat Einfahrt, RE13. Ja, im Moment ist hier leider nicht viel los, aber ich hoffe, das wird sich noch ändern. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Ich werde hier noch einiges zu filmen kriegen, hoffe ich. Und ich hoffe, ihr seid weiter dabei und habt Spaß mit dem Video. Und ja, ich will gar nicht weiter quatschen. Habt einfach Spaß, viel Vergnügen. Euer der Danny Spieters. Der E13 nach Hamm Hauptbahnhof hat Ausfahrt. Und der RE19, der mich hier nachher nach Düsseldorf gebracht hat, müsste jetzt auch gleich Ausfahrt haben. Stunde 15 fährt er. Halb eins möchte er in Bocholt sein. Das heißt, er müsste sich jetzt langsam auf den Weg machen. Zurück nach Bocholt Hauptbahnhof, beziehungsweise Bocholt Bahnhof, so herum gehört. Was mir auffällt hier, es sind hier sehr viele ICE3, die hier zu fahren sind, beziehungsweise die hier fahren. Also es ist jetzt schon der vierte oder fünfte, der mir hier über den Weg fährt, oder der hier einfährt. Es sind aber auch einige ICE4 hier anzutreffen, was allerdings noch gar nicht war. ICE 2 oder 1, und es war bisher nur ein Regionalexpress in Form von Dosto und 146. Ansonsten sind hier relativ viele Triebwagen unterwegs, in allen möglichen Formen. Ja, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob das normal so ist oder was wirklich so ist oder ob das nur heute so ist. Klärt mich gerne auf, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich freuen. So, ich würde sagen, für heute war es das. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Das war's mit Folge 6, Spotting Day in Düsseldorf Hauptbahnhof. Ihr hört mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Habt ein schönes Pfingstwochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis dahin, ciao, Servus und Tschüss. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainspotting, Folge 7, heute in Münster Hauptbahnhof. Und da
haben wir hier direkt schon mal eine wunderschöne 111 abgebügelt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video bei herrlichem Wetter hier in Münster Hauptbahnhof. Und seht mal, was da vorne steht. Eine schöne 110 Zentralbahn. Traumhaft. Nächste ist ein 140, oder? Es ist eine 140. Nein, das ist eine 110. Ich muss noch mal näher rangehen. Ich kann es nicht erkennen. Das ist eine 110. Da wartet noch ein Talent auf Einfahrt. Wunderschön. Wunderschöner, wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Es ist herrliches Wetter und ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video hier in Münster. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich ursprünglich für was anderes entschieden, aber hier in Münster ist genauso schön. Und ja, ich will gar nicht weiter quatschen, sondern euch einfach viel Spaß wünschen und ja, habt Fun.
So, Eurobahn und IC2 haben gleich Ausfahrt, beide in dieselbe Richtung. Bin ich mal gespannt, wer zuerst ausfährt. Eurobahn oder IC2 oder beide gleichzeitig? Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist stark bewölkt, aber die Sonne ist da. Das kann ich euch versprechen. Wollen wir mal hoffen, dass es trocken bleibt. Was will das Spotterherz mehr? Und diejenigen, die IC2 geschrieben haben, haben recht. IC2 hat Ausfahrt. Und Eurobahn überholt. Wettrennen. IC2 wird in die Abstellung gefahren. Und der Talent hat Einfahrt. Hier geht es jetzt Schlag auf Schlag. Hamsterbackhart-Einfahrt. In Doppeltraktion. Wunderbar. Und entschuldigt bitte die Windgeräusche, aber dafür kann ich leider nichts. Der National Express. Das scheint noch ziemlich leer zu sein. Nimmt wahrscheinlich jetzt das Fahrgäste auf. Information zum ICE 1110 nach Nordrhein-Mole über Emden, die Abfahrt 1141, heute Gleis 3, wiederhole ICE 1110.
FC nach Lauterbode über Emden via Platz 11 Uhr. Es wird vor 41 heute gleich rein. Heute circa 10 Minuten später, heute von Gleis 3 und RD 66 nach Osnabrück Hauptbahnhof über Westbevern. Abfahrt 13.03 Uhr von Gleis 8. Talent fährt in die Abstellung. Information zu RB 50 von Emden. Ankunft 12 Uhr 66. Fällt heute aus. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Wir bitten um Entschuldigung. Die C1 hat Ausfahrt. RE15 nach Emden Hauptbahnhof über Greven. Abfahrt 13.05 Uhr. Fällt heute auf. Wir bitten um Entschuldigung. Thank you.
So, ich würde sagen, das war's dann aus Münster Hauptbahnhof mit dem heutigen Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Macht's gut, bleibt gesund. Soll ich noch sagen, ich kann euch noch mal ein bisschen aus der Selfie-Perspektive zeigen, hier in Münster Hauptbahnhof. Und ja, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses schöne Video aus Münster, bei herrlichem Wetter. Mein Zug geht gleich in die Heimat. Und ja, was soll ich noch sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß. Das Video gibt es sehr bald auf meinem Kanal zu sehen. Ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Dänisch Spieters. Macht's gut. Bye, bye. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Spotting Day, heute in Bielefeld Hauptbahnhof. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Video und ich hoffe, einiges an Rollmaterial drauf zu kriegen. Hier seht ihr erstmal eine abgestellte Eurobahn und ja, mal schauen, was mir noch so vor die Kamera fällt. Viel Spaß und ja, ich hoffe, es wird einiges an Material heute zu sehen sein. Der Sound ist mega, ne? Der Lok.
im Zug zu rauchen oder so. Das ist... Still und leise. So, das war's mit dem Video aus Bielefeld. Heute leider ein bisschen wenig Material, aber hier ist leider so viel los. Viele Züge verspäten sich und ich muss meinen Zug kriegen. Von daher mache ich für heute Schluss. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters aus Bielefeld. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spotting Day hier live aus Dortmund Hauptbahnhof. Und ja, ihr werdet heute hoffentlich ein wenig Material sehen. Ich hoffe, ich werde viel einfangen und ja, schauen wir mal, was mir so vor die Kamera fährt und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Video. Habt Spaß, ich melde mich am Ende nochmal. Bis dahin, viel Spaß. Ja, da seht ihr den ICE3, der mich hergebracht hat. Nun bin ich auch endlich mit ICE3 gefahren, nun habe ich alle ICE-Varianten durchgefahren und ja, ich bin stolz drauf, endlich habe ich es hinter mir und da seht ihr noch einen Bauzug mit einem Bagger drauf und ja, ich hoffe, dass hier noch einiges einfährt. Im Moment ist hier ein bisschen wenig los, aber ich denke, das wird sich ändern. Und schauen wir mal, was noch so kommt. Dort vorne seht ihr noch, ich mache es mal ein bisschen größer, eine V60 403, eine wunderschöne Diesel-Lok, abgestellt. Und ich finde sie wunderschön, auch eine schöne Farbe. Und das Wetter ist wieder mal einmalig, nachdem es heute Morgen doch noch gar nicht so danach aussah, dass es wirklich schön wird. Aber es ist sehr, sehr angenehm und ja, ich hoffe, so bleibt es. Und ja, nicht als Schalker in Dortmund, aber naja, fürs Spotten mache ich auch das. Übrigens, der ICE3 wird jetzt hier in Dortmund, hat er seine Endstation, wird jetzt wieder zurückfahren über Essen Hauptbahnhof nach Karlsruhe. Und ja, es ist der ICE 1012 auf Gleis 11 und er wird jetzt nach einem kurzen Aufenthalt wieder wenden und dann zurückfahren. Und ja, wie gesagt, ich bin endlich mit dem ICE3 gefahren und bin stolz drauf, dass ich das auch endlich erledigt habe. Nebendran fällt noch ein RRX ab, den ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, aber vielleicht hört ihr ihn. Und ja, ich schau mal, was hier noch so reinfährt. ICE3, würde ich sagen, stellt sich jetzt in die Abstellung. ICE 1012.
der EE6 nach Köln Hauptbahnhof. Information zu Punkt. Abfahrt 12:17 Uhr. Heute circa 20. Da kommt der soeben gewendete ICE 1012 wieder in den Dortmunder Hauptbahnhof eingefahren. Der E6 nach Köln hat Ausfahrt. Information zu RE1 nach Hamm-Westfalen über Dortmund-Kohl. Abfahrt 12:17 Uhr. Heute circa 20 Minuten später. Informationsmeeting 2049 nach Dresden über Hamm-Bielefeld, Hannover, Abfahrt 12:25 Uhr, heute von Gleis 11. Ich wiederhole Ihnen 2049 nach Dresden über Hamm-Bielefeld, Hannover, Abfahrt 12:25 Uhr, heute von Gleis 11, hier am selben Bahnsteig direkt gegenüber. IC 2049 nach Dresden Hauptbahnhof über Hamm Hauptbahnhof hat Ausfahrt. ICE hat Einfahrt. Ein ICE 2. Dort drüben eine Baureihe 111 mit einem Fußball-Sonderzug, würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. Ich hoffe, er fährt gleich in die Richtung weiter, dann können wir ihn noch in voller Pracht genießen. Nein, leider nicht, er hat gerade Schlussleuchten angeschaltet und wird sich dann gleich wahrscheinlich rückwärts in Fahrt, in Bewegung setzen, das heißt Steuerbank voraus. Schade eigentlich, aber naja, vielleicht, zumindest könnt ihr die 111 sehen. Noch nur ein bisschen gezoomt, aber näher komme ich leider nicht ran. Ja, sie hat auch bereits die Stromabnehmer gewechselt, hat jetzt gerade beide oben und ihr seht, könnt es vielleicht sehen und wird jetzt wahrscheinlich gleich den hinteren senken. Und wird sich dann gleich die Steuerbank voraus in Fahrtrichtung in der Bewegung setzen. Sorry, dass ich so ein bisschen wackel, aber das ist gezoomt und das ist ja nicht so einfach. Ja, er wird gesenkt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hoffe.
Leider gibt es hier immer wieder Leute, die über den weißen Strich auf dem Bahnsteig stehen und ziemlich nah an der Kante. Und deswegen gibt es hier immer wieder ein schönes Hupen. Dort vorne kommt der Flixtrain. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon sehen könnt. Wird jetzt gleich ins Bild fahren. Gerade eingefahren. Der RE1 nach Hamm Hauptbahnhof. So, damit der Bahnhof hier leider immer voller wird und es auch zu warm wird, würde ich sagen, ich beende das Video hier und wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Sage ciao, servus und tschüss. Euer Detlef Spieters, hier live aus Dortmund Hauptbahnhof. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, bleibt mir treu, bleibt gesund. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Detlef Spieters, ciao, servus und tschüss. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainspotting Day. Diesmal sind wir in Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Auf Umwegen und mit einer Stunde Verspätung bin ich endlich angekommen. Hier in Frankfurt. Und das ist der ICE 3, der mich hergebracht hat. Eigentlich sollte ich mit einem anderen ICE herkommen, der ist aber leider ausgefallen. Dann habe ich den hier genommen. ICE 527 auf dem Weg von Essen Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof über Düsseldorf, Köln, Messe-Deutz, Frankfurt Fernbahnhof, Flughafen und Frankfurt Hauptbahnhof. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video, mit der heutigen Spotting-Folge und habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende und ja, viel Spaß. Nach München Hauptbahnhof hat Ausfahrt. Ja, schauen wir uns das doch einfach mal an. Im Hintergrund sogar noch eine Doppeltaktion 218. Wunderschöner geht es doch gar nicht.
Doppeltraktion IC bzw. Sandwich. Keine Doppeltraktion, sondern Sandwich. Leider wird das Wetter gerade ein bisschen ungemütlich. Regen ist ja eigentlich willkommen, aber warum jetzt gerade? Warum gerade jetzt, wenn ich spotten will? Das ist doch wirklich nicht schön. Aber naja, gegen das Wetter macht man nichts. Ich hoffe, dass das noch einigermaßen erträglich bleibt, dass ich wenigstens noch ein wenig spotten kann. Und ja, schauen wir mal. Im Moment ist es leichter Regen, den man ertragen kann. Ich hoffe, es wird nicht mehr. Und ja, schauen wir mal, was uns hier noch so vor die Linse fährt. Viel Spaß weiterhin euch. Ein. So, ICE4 macht natürlich auch Wende, macht Sinn im Kopfbahnhof und wird sich gleich für die Ausfahrt bereit machen. Wohin auch immer. Der nächste ICE fährt ein.
sogar in Deutsch. Nee, gar nicht. Entschuldigung, nehmt alles zurück. Also Leute, es wird ja leider immer stärker mit dem Regen. Ich denke, ich werde das fürs Erste abbrechen. Ich hoffe, dass es vielleicht noch aufhört in nächster Zeit, wenn nicht, was das von hier. Leider, ich habe keine Lust, mich nass regnen zu lassen und krank zu werden. Von daher beende ich das fürs Erste. Wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag, ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ihr hört mich dann im nächsten TSMI3-Video. Bis dahin, ciao, servus und tschüss. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Trainspotting Day. Heute aus Berlin Hauptbahnhof.
Und ja, schauen wir mal, was uns hier so vor die Linse fährt. Auf jeden Fall, dieser ICE hat uns hierher gebracht und ja, wir warten einfach mal ab. Bis dahin. Übrigens bin ich heute nicht alleine spotten, sondern mit meinem Kollegen Chainspotting NRW 22. Richtig? Nur Chainspotting. Chainspotting NRW. Kanal besuchen. Ja. Im Moment ist hier noch nicht viel los, aber wir sind ja in Berlin, das kommt. Und ICE 543 hat Ausfahrt. Nächste Station, Berlin Ostbahnhof, Endstation. Ja. D bis G, Abfahrt 11.17 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt F. Vorsicht bei der Einfahrt. Platform 12, now arriving at the
Ja, ich weiß, hab schon gesehen. Das wird das nächste Highlight.
Information zu RE5 nach Rostock Hauptbahnhof über Oranienburg. Abfahrt. Ist gut.
Oh, zwangen Sie? Oder HP 0?